Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr im Kampagnenmodus bei der Mission Verzweifelte Maßnahmen eine geheime Visitenkarte freischalten könnt. Und zwar müsst ihr hierfür in den Überwachungsraum, dort wo ihr die Kameras direkt am Anfang ausschalten müsst. Dort haben wir nämlich unseren ersten Soldaten. Ihr müsst bei der Mission 5 Leichen verstecken. So, dann geht zu diesem Mann, tötet ihn. Und sobald ihr ihn getötet habt, ist das schon unsere Leiche Nummer 1, die wir verstecken können. So, hebt die Leiche auf. Dann haben wir hier die Schränke. Stellt euch vor die Schränke, Leute. Einfach interagieren und ihr habt Leiche Nummer 1 versteckt. Wenn ihr die Leiche dann habt, dann verlässt ihr den Raum und geht rechts entlang. Dann haben wir hier drei Soldaten, Leute. Links, rechts und geradeaus. Ihr wartet, bis der vordere mit Rücken zu euch ist und weiter vorgelaufen ist und der links und rechts verschwindet. Dann geht ihr hier in die Toilette und dort habt ihr wieder einen Schrank, wo ihr den verstecken könnt. So, ganz wichtig, Leute, benutzt ihn als Körperschild, weil ihr werdet kurz gesehen und damit ihr nicht erwischt werdet, nehmt den mit in die Toilette und tötet den hier drinne. Wenn ihr das gemacht habt, versteckt den in diesem Schrank. Und dann haben wir Leiche Nummer 2. So, Leiche Nummer 3, Leute. Ich gehe wieder zum Überwachungsraum hier an die Tür. Wenn dort keine Zivilisten sind, dann wartet, bis der Soldat hier wieder vorbeiläuft. Und benutzt den wieder als Körperschild. Und dann ganz schnell rein. Und den tötet ihr und packt ihn in den Schrank daneben. Dann haben wir Leiche Nummer 3 auch schon. Kommen wir nun zu Leiche 4. Hierfür geht ihr am besten ins Rekrutierungsbüro. Seht ihr auch auf der Karte, wo das ist. Dort haben wir nämlich unseren Informanten. Den könnt ihr töten. Und nebenbei ihr könnt das auch nebenbei für die Mission machen. Das ist eine optionale Nebenmission. Dann nehmt ihr den. Und versteckt den hier in diesen Schrank. So, für die letzte Leiche haben wir gegenüber von dem Büro eine Abstellkammer. Und dort töten wir den Soldaten hier. Also ich mache das immer so, Leute, dass ich die Soldaten als Körperschild benutze. Weil falls ich gesehen werde, habe ich noch genug Zeit, um zu entkommen. Mache ich das wieder, benutze ich als Körperschild. Zieh den in diesen Raum, töte ihn und packe ihn dann in diesen Schrank vor mir. Falls ihr das dann auch so gemacht habt, Leute, falls ihr dann 5 Leichen versteckt habt, dann bekommt ihr die Visitenkarte Spuren verwischen. Und ja, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video.